Ja, Gryffindor, Gryffindor, Gryffindor. Es geht weiter mit Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. So. Das hat ja voll gut geklappt. Ich wollte hier zuletzt die ganzen Punkte holen. Das mache ich jetzt auch. Wo wir jetzt das geschafft haben, schon mal zurückzukommen. Geht doch. So, das ist schon mal gut. Und dann kann man das hier bestimmt aufmachen. Harry, kannst du da reingehen und Unsinn machen? Okay. Du machst immer so dummes Zeug, Harry. So, jetzt geh mal runter. So. Nein, du musst... Oh, jetzt kommt er da aus der Ecke nicht raus. Ich fass es nicht. Kannst du dich mal drehen? Okay, er kann sich nicht drehen. Harry, dreh dich doch mal bitte zu den Zuschauern um. Wir wollen dich alle sehen. Was soll denn der Blödsinn? Ja, dann fliegt eben jemand anderes hier. Dann komm. Was soll denn das? Okay, dann macht das Ron. Neo, 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 Neo. Ich bin... Okay, das ist anscheinend echt der Falsche. Anscheinend kann man am besten wirklich mit Harry fliegen. Dann machen wir das mal. So. Runter mit dir und dann machen wir das eben so. Endlich haben wir die Punkte eingesammelt, die ich die ganze Zeit haben wollte. Mann, wie kompliziert das hier manchmal ist. Den einen goldenen kriegen wir auch. Alles das, was wir vorher verpasst haben. Und das mit der Auraune ist irgendwie komisch. Ich würde ja am liebsten hier irgendwas zaubern können wegen der Auraune, aber das geht irgendwie nicht. Gut, dann gehen wir wieder. Bestimmte Charaktere, wir aber nicht. So, Sir Nicholas, wir kommen ja schon. Raus aus dem Quidditch-Gebiet. Wollen wir wieder weggehen? So, wo sollen wir hin? Wir sollen hier lang. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Jetzt müssen wir den ganzen dusseligen Weg wieder zurück. Und jetzt, wie kommen wir hier rüber? Mit Hermine und ihren tollen Fähigkeiten. Ich glaube, das können wir auch ohne Besen. Oh, es ist Weihnachten bei Harry Potter. Wie passend. Gut, bei uns ist zwar das schon vorbei, aber das ist ja egal. So, Harry kann doch auch eigentlich Parsel. Warum kann der hier nicht... Er kann doch Parsel. Parsel die mal ein. Aber irgendwie geht das nie. Vielleicht muss er das ja noch lernen. Oh, das ist so schön mit der Weihnachtsmusik auch noch. Von Harry Potter. Total süß. So, wir gehen mal hier lang. Da ist Dumbledore. Okay, danke. Was macht denn Dumbledore hier eigentlich? Weiß ich nicht. Dumbledore ist der Schulleiter, mal nebenbei. Aber das wisst ihr wahrscheinlich. Und wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Oh.
Okay, Harry hat keine Hose an. Das ist Filch, der Hausmeister. Der nicht bemerkt, dass wir uns an ihm vorbeischleichen. Ja, wir haben nämlich jetzt einen unsichtbar machenden Tarnumhang, den Harry geschenkt bekommen hat. Unsichtbar Umhang freigeschaltet. So, und das können wir jetzt benutzen. Und das sollen wir wahrscheinlich auch tun, denn wir sind jetzt in der verbotenen Büchabteilung, wo wir ohne den Umhang wahrscheinlich nicht weit kommen. Ich weiß nicht, wie weit wir hier kommen, ohne den zu benutzen. Ah, da kommt die Katze. Ah! So. So. Die Katze gehört nämlich dem Hausmeister. Und die darf uns nicht bemerken. Und deswegen benutzen wir jetzt hier in dieser Bücherabteilung den Umhang. Da ist noch ein blauer. Den wollen wir haben. Können die kippen? Ja, ein paar Punkte können wir uns schon ergattern. Eigentlich ist Harry alleine. Oh, und die Musik ist, die macht mich immer so nervös, weil die viel zu actionreich ist gerade, finde ich, für diesen Moment. Haha, die Katze einfach mal verscheuchen. Ist auch schön. So, wir können hier wieder ein Rätsel machen. Oh oh. Wir holen uns mal den blauen Stein da hinten. Was ist denn mit dem Buch los? Er ist aber auch so total langsam. Ach so, die Bücher greifen uns hier an, wenn wir nicht den Umhang benutzen. Okay. Ah, dann okay. Vor den Büchern müssen wir uns also in Acht nehmen. So, die haben wir schon mal verscheucht. Nur blöd. Können wir das machen? Wir gehen da mal rauf. Ah. Ich benutze den mal eben hier nicht. Ja, diese dramatische Musik. Ich versuche sie einfach mal zu ignorieren. Ich mag auch so ungern die ganze Zeit da so gegen anreden. Was haben wir denn jetzt freigeschaltet? Oh. Irgendwas ist hier. Ist nicht so gut, dass die hier jetzt so, glaube ich, sind.
Okay. Wir müssen aber aufpassen, dass die uns nicht bemerken. Und da oben war ich eigentlich auch noch gar nicht fertig. Aber okay. Ich glaube, ich muss hier rauf und dann, um da rauf zu kommen, auf die Bücher. Ich benutze mal Harry. Mit Harry klappt einfach alles besser. Ja, sag ich doch. Komisch. So. Dann das Bild nochmal anvisieren hier. Kommt der Vogel da raus? Was auch immer der Vogel jetzt gemacht hat. Wir gehen mal hier runter. Nein, die ganzen Punkte sind weg. Oh nein, ich werde zermalmt. Oh, wie blöd. Nein, das Buch verfolgt mich. Lass mich. Gott sei Dank habe ich mir hier die Pflanze schon gebaut. Komme ich hier nicht? Ja, ich komme hier auch wieder so hin. Sehr schön. Was mache ich jetzt mit der Spinne? Jetzt sind die Blumen wieder da. Hm. Ich glaube, da komme ich nicht ran. Da muss ich erstmal das Spiel durchgespielt haben quasi. Nee, da ist das komische, rote, gruselige Buch. Nein. Tarnumhang. Geh weg, du. Ah, hinter der Säule war noch was. So, wenn wir uns jetzt hier hinstellen, dann würde ich gern das Rätsel irgendwie mal schaffen. Kann das aber nicht nur Hermine. Ah. Gut, benutzen wir wieder den Tarnumhang. Tja, es flattert hier alles so lustig vor sich hin und ja, da oben sind die Blumen. Drei von sechs, aha, okay. Vier von sechs. Wo sind denn dann die anderen Vasen? Habe ich die jetzt alle echt so übersehen? So. Oh, nun lass mich mal, du blöde Katze. Da ist auch noch ein Buch. Aber das hatten wir ja schon. Ja, jetzt habe ich noch was in der Hand. Ich habe ständig irgendwie Sachen in der Hand und weiß nicht, wohin damit. Ist auch toll. Oh, die Katze nervt. Geh weg. Nein.
Oh Mann, du. Das nervt. Oh, bin schon wieder reingelaufen. Ja, und weg sind die Punkte wieder. Wo sind denn die anderen Vasen? Lass mich, du Schnapperbuch. Habe ich die so übersehen? Ich verstehe das nicht. Ey, jetzt kommt die Katze schon wieder. Das Bild da oben vielleicht noch? Tja. Spinne, Eis, Blumen. Irgendwie kann ich ja alles aufnehmen. Aber nur weil ich den Tarnumhang trage, heißt das doch nicht, dass ich jetzt die besondere Fähigkeiten habe. Ich bin doch hier genauso. Genauso blöd ist das doch hier. Also ich kann hier nichts machen. Ich glaube, das ist eher was für Hermine. Wow! Oh, habe ich mich erschrocken. Hilfe! Oh, jetzt jagen uns alle. Die Blumen, die Katze. Geh weg. Ich habe ja sonst nichts gegen Katzen, aber in dem Fall... Ich weiß irgendwie nicht, wo ich die Sachen hin tun soll. Das ist mein Problem. Hier kann ich noch was bauen. Das mache ich jetzt mal. Aber das ist auch nicht das, was wir machen sollen. Ist immer noch nicht so unsere endgültige Aufgabe, mal abgesehen davon, dass wir hier kaum Punkte gesammelt haben. Verschwinde doch mal. Aber die Bücher kann man ja auch irgendwie nicht verscheuchen. Ganz komisch. Und wenn wir hier mit dem Unsichtbarkeitsumhang in die Abteilung gehen, dann passiert gar nichts. Doch. Doch, dann passiert auch was. Dann jagen uns die Bücher auch. Okay. Kannst du da mal raufgehen? Muss man doch was machen können. Oh, das waren jetzt aber viele Punkte, die ich in der Ecke gar nicht gemerkt habe. Ah, Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Irgendwie kann ich da oben Dinge benutzen und kann sie zugleich nicht benutzen. Das ist doof. Jetzt sind es Eis, die Blume. Das ist voll sinnlos. Kann ich hier... Ja, die Spinne passt doch da auch am besten hin. Sonst hätte man ja sagen können, hey, man soll die Sachen an die richtigen Orte stellen. Aber das ist immer so Krims und Krams. Ich gucke jetzt mal eben, was ich hier machen soll. Bis gleich. So, ich glaube, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Und zwar gehe ich jetzt mal hier runter. Und... Oh, und lass mich natürlich wieder zerfleischen von dem Buch, ey. Ja, komm, nerv mich nicht. Ist mir jetzt mit den Punkten auch egal. Ey, nein, ich bin noch weggelaufen. Oh, was soll denn der Mist? Vor allem, ich kann nichts machen. Ja. Komm, du siehst mich nicht. Ich muss hier... Ja, ich muss mal erstmal... Mach mal die Blume kaputt. Schön. Wenn ich jetzt hier in der Ecke stehe... So. Ey. Ah!
Das regt mich voll auf jetzt hier. Ich will an den Topf ran. Das ist nämlich das Geheimnis, dass wir in den Topf kommen. Und dann kommen wir auch weiter. Vielleicht bin ich ja irgendwie irgendwo nah genug dran, dass ich es von hier aus machen kann. Komm. Schaff es doch einfach so. Haha. So, und jetzt dürfen wir die Sachen nämlich da reinschmeißen. Na also. Oh, was für ein Heckmeck. So, jetzt können wir hier die Sachen holen. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Das habe ich nicht gecheckt, dass da der Topf ist. Dramatische Musik. Rein damit. Jetzt noch das Eis. Lass mich. Das Eis war doch aber auch zuletzt da oben. Oder ist das jetzt wieder auf der linken Seite? Das wäre natürlich blöd. Oh, nu, Harry. Ist das Eis auch noch hier? Oder ist das Eis weg? Oh, das Eis ist nicht mehr hier. Schade, ich hatte jetzt alles an einem Ort schön. Oh, schade. Na gut. Oh, bevor mich das Buch kriegt. Ron kann ja merkwürdigerweise... Das Eis hängt da in der Luft? Warum fliegt das Eis da jetzt rum? Habe ich das getauscht gehabt? Achso, das fliegt da rum, weil ich das da reinwerfen soll. Ja, okay. Okay. So, machen wir ein bisschen schneller hier. Ron? Ron, mach schon. Da ist das Eis. Yeah! Das Eis, Harry, das Eis. Jawohl. Na, Gott sei Dank. Ja, endlich, wir haben es geschafft. Wir sind ein bisschen weitergekommen. Ah, das hätte man alles viel, viel schneller machen können. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Spinnennetz, bevor ich es vergesse. Ich höre schon wieder die Katze von Filch. Mhm. Komm, wenn du schon da oben bist. Ja, wir schauen uns einfach im nächsten Part hier weiter um von Lego Harry Potter. Ich freue mich drauf und ich hoffe, es geht dann schneller voran. Bis dann!